Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, wir haben uns ja ausgeguckt, welches Lager wir als nächstes überfallen wollen. Nämlich dieses hier. Moment, wo sind wir? Da sind wir. So, ich bin hierher gelaufen, sonst habe ich zwischen den Folgen nichts getan. War ja auch wenig Zeit. So, Speer ist neu. Bogen ist eher eine Enttäuschung. Dafür haben wir viele Pfeile mit. Super. Unterwegs hat mich ein Bär geärgert. Hier sind die Reste und ein Wölfchen. Ja, das spielt dabei mit, dass wir den Bogen ein wenig abgenutzt haben. Ich würde aber trotzdem, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich hoffe, ich könnt, ja. So, wir machen das so. Los. Ach, mein Gott. So, Bandagen habe ich übrigens auch nur noch eine. Das ist auch super. Ja, er klettert gleich mal durch Schwein. Und wieder in das Gehege hinein. Durch das Schwein. Okay, er ist weg. Oh, der zweite. Okay. Geh weg. Und komm nie wieder. Der wird mich jetzt sowas von erschrecken da drinnen. Okay. Oh, voll die Panik. Absolut nervös jetzt. Ach, hier. So, dann laufe ich mal da rein. Es läuft drauf. Oh. Sechs Kupfer. Das ist aber super. Ein Chemietisch ist ja interessant. Chemietisch. Okay, bin ich gespannt, was uns der dann bringt am Ende. So, wir sind aber durch. Puh. Okay, jetzt wäre es das Beste, wenn wir in diese Richtung abziehen könnten. Also raus und dann in die Richtung weiter. Wie sieht's aus? Leben anzeigen, super. Kann man da noch irgendwas verzehren? Ja, ein wenig das da. So. Ist super. Oh, jetzt dachte ich, da ist noch einer. So, beim Rauslaufen bitte nicht noch einer. Wir laufen einfach weg. Einfach weg. Weg. Natürlich falsche Richtung. So müssen wir. Oh, wie cool. Ah, wir haben einen Chemietisch und ich glaube, wir stellen uns da mal hier, nehmen die Melone. Nein. So, zuerst mal die Gurken. So, dann werfen wir das mal raus und das mal raus. Oh, sechs Kupfer. Die stecken jetzt höher.
gehört das so, ist das so, muss das so sein, soll das so sein? So, also wir müssen wieder hier zurück, ein wenig mehr in die Richtung. Ja. Oh, wir haben einen Chemietisch, da wollten wir schon, genau. Placeable, ja. Seebank, Workbench, hier, da, nein, normale Table. Hier. Oh, Glas, oh, wir können das machen. Wir können auch einen Mixer machen. Nein, können wir nicht, Mechanical Parts. Oh, ja. Chemietisch, wir können einen Chemietisch bauen. Ja, die Frage ist, was tun wir dann damit? Aber wir werden das schon noch herausfinden. Super, wir haben noch eine Technologie begonnen. Oh. Ja, das ist schon cool. Das ist schon cool. So. Vier Lager, glaube ich, haben wir erledigt. Es fehlt uns nur noch, unter Anführungszeichen, nur noch. So, wir gehen mal auf die Map. Hier, Toggle. Ja, vier haben wir erledigt. Oh, das eine ist schon extrem weit weg eigentlich. Sondern wir schauen mal, ob wir da so rüber. Oh. Cool. Vier von neun. Oh, super. Gehen wir da mal rüber. Na, na, na. Na, na, na. Durch den Wald. Oh, was mir fehlt im Wald? Natürlich, das fehlt im Wald. Options hier. Wir müssen wieder hierher. Ja, okay, super. So, super. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, jetzt geht's wieder. Das mit der Ausdauer wieder anzeigen. Okay, wir lassen es mal ein wenig auf. Ja, so, das werfen wir mal am Boden. Das können wir ja ohnehin während des Laufens dann auch schnabulieren. Immer wieder kurze Laufpausen machen und da können wir das dann essen. Yeah. Oh, wir haben einen Chemietisch geholt. Ist das nicht cool? Das ist fein. Den werden wir uns gleich in die Hütte reinpflanzen. Also, gleich müssen wir wieder eine Laufpause machen. Ich merke das schon. So, hier am Fluss. Wunderschöne Gegend, wunderschöne Gegend. Oh ja, die Pause am Fluss. So, wir sind hier. Andere Seite müssen wir rüber. Mich das letzte Mal mit dem Wolf angelegt, das war auch schon nicht schön. Ein Wolf und ein Bär bei der Herlauf, bei dem Herlaufen. Ja, das war nicht schön. Das war nicht schön. Also, vier Camps haben wir von neun und wir müssen noch wohin, das habe ich ja ganz vergessen, und zwar zu den Krokodilchen. Ah, wir haben die Horde hinter uns. Oh ja. Oh, super. Wir haben sogar Erz mit. Erz. Ja, was ich noch gerne hätte, wäre noch Aluminium. Dann würde ich nämlich gerne eine zweite Flasche anfüllen. Immer, dann könnte ich nämlich, während ich eine volle Flasche mit Clean Water habe, bereits ein Dirty Water vorbereiten. Das wäre auch schon praktisch. Ja, das wäre schon gut. So. Sind wir schon da? Ich hoffe. Ja. Oh, wie cool. Jetzt noch durch den Fluss schwimmen. Nicht von einem Krokodaxel gebissen werden. So, ein wenig Ausdauer. Während wir nach Ausdauer. Mal. Ja, mehr braucht man nicht. Gut. Oh, und einen Bogen. Das darf ich nicht vergessen. Wir brauchen einen neuen Bogen. Den alten würde ich am liebsten. Ach komm, den leg mal daher. So, wir brauchen einen neuen Bogen. Ach, wie cool. Ach, wie cool. So, dann würde ich sagen, wir stellen den mal daher. So, das ist der normale. Ja, hier. Steht der da gut an der Wand? Ja, der steht da super an der Wand. So, dann würde ich sagen, okay, für den Bogen, wir brauchen ein Stick 3 Rope. Rope. Das Rope, das haben wir. Ein Stick 3 Rope. Hier, Rope. Ein Stick. Jetzt war ich so gewohnt, dass der in der Mitte steht. Man gewöhnt sich solche Dinge schon cool an. Ja. So, automatisiertes Laufen kann man dann betreiben. Ja. Ja, und sich dann die Zehen anstoßen. Waren da die Seile drin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht so. Da haben wir auch noch Fett. Das ist super. So, das werfe ich mal da rein.
warum auch immer. Kopper. Okay. Oh, der Knochen. Der Knochen. 12 Knochen. So, Chemietisch. Hier, jetzt. Placeable. Habe ich jetzt? Ja, habe ich. So, also, Placeable, Chemietisch. Hier. Ach, wie cool. Was ist denn da vorne? Stellen wir den einfach mal so her. Drehen können wir ihn später ja noch immer. So, was brauchen wir da? Planken, 10. Iron. So, und 2 Glas. Da habe ich ja noch, Gott sei Dank, haben wir Glas vorbereitet. Oh yeah. Die. So, dann noch Planken. Oh, bei dem Wetter. Da gehen wir da bis ganz nach unten. Yeah. So, das können wir wieder auffüllen. Auffüllen ist gut. Viel war nicht mehr zum Auffüllen. Ach cool, ein Chemietisch. So, jetzt natürlich die Frage. Items? Nö. Doch, Items. Ressourcen. Chemietisch. Wir können machen. Okay, das kriegen wir vom Ölextraktor. Food and Drinks. Ja, das können wir sowieso machen. Oh ja, das wollen wir noch machen jetzt. Wir haben einen Chemietisch. Das ist super, aber ich möchte gerne Aluminium holen. So, haben wir noch Platz im Inventar? Ja. Das Fleisch kann man aufhängen zum Trocknen. Das kann man sowieso machen. So, Fleisch. A, Fleisch. B, Fleisch. C. So, trinken. Dankeschön. So, und jetzt werden wir uns gleich neues Wasser holen. Ja, komm. Genau. Hätte ich nämlich 2 Flaschen, dann könnte ich jetzt 2 anfüllen mit Schmutzwasser. Eine kochen lassen, hätte eine dann mit gutem Wasser, sauberem Wasser. Und die andere könnte man dann schon wieder nachfüllen. So, hier haben wir das da. Und bald haben wir wieder frisches Wasser. Gut, ich möchte gerne Aluminium. 1-2 Stück. Zum späteren Verschmelzen. Einschmelzen. So, dann müssen wir irgendwie so am Bergrücken laufen, weil irgendwie, genau, an manchen Stellen kommt man einfach nicht drauf. So, war zwar ziemlich hoch, aber die wollen das Aluminium. Nö, hier auch nicht. Okay, da ging's rauf. So, mal schauen. Das kann ich noch essen, aber das hilft uns nichts. Wir haben einen Chemietisch. Ist das das Schaf oder war das jetzt? Ich glaube, es war das Schaf. Es war einfach nur ein Schaf. So, dann holen wir uns da mal Alu aus den Bergen. So, ich sehe da... Ah, 3 haben wir schon. Gut. Okay. Ich brauche nur noch mehr Aluminium. Da oben ist schon wieder die Base. Unsere Heimatbase. So. Einmal noch. Komm. Super. So, und dann der noch. Und dann würde ich sagen, haben wir 9 Stück. Das müsste mal für den Anfang reichen. Was haben wir uns noch? Aber es ist gefährlich. Gefährlich ist es. Das ist Stein. Außerdem wird es spät. Es wird spät. Bald ist es stockfinster und dann sehen wir wieder nichts. Ja. So geht's dir doch öfter. So, da ist er. Das ist der letzte und dann laufen wir runter. Na. So, ist die Richtung richtig? Die Richtung. Super. Ah, oh, wir haben Alu geholt. Ich nehme den Speer gleich in die Hand. Die Pickaxe können wir auch gleich da lassen. So, Fallschaden kriegt man eh keine. Downhill! Wow. Das Tor leuchtet so raus. Oh, cool.
Ich freue mich schon, wenn wir dann wieder ausbauen können, aber wir müssen zuerst wir müssen mehr Technik sammeln. Wir brauchen Technik. Technik, die uns begeistert. Viel Aluminium. Wir haben zwei Wägen. Die können wir mit Holz anfüllen, den ganzen Tag. So, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus mit dem hier? Okay, das kann echt nicht mehr. Also das ist... So, wir brauchen eine neue Pickaxe. So, da machen wir mal zu. So, wir haben Iron Fragment. Da legen wir Alu drauf. Beim nächsten Mal... Jetzt haben wir eines verloren gerade. Ja, super, gedroppt. Naja. So, dann haben wir hier. Das gibt's ja nicht. Gut. So, und hier. Haben wir da in der Tasche. Oh, Iron. Das kommt hier drauf. Da kommt das drauf. Das werden wir da rausnehmen. Genau. So, und dann hier Copper. Und dann haben wir, dann haben wir ausreichend Copper. Wir werden es gleich sehen. So, die Steinchen legen wir da zurück. Ich weiß, man sieht schlecht im Moment. So. Jetzt würde ich gern sagen, es wird gleich heller. Wir könnten noch so Fischöl-Dinger bauen. Die sind gar nicht so schlecht. Finde ich nicht schlecht. Die machen so ein schönes Licht hier. So, dann hier. Super. Jetzt kriegen wir Aluminium Neues. Mit dem Aluminium 9 werden wir neue Flaschen machen. Super. So, ist schon was getrocknet. Ich würde nämlich gerne einen Happen essen. Trockenfleisch zum Beispiel. Nein, das war noch gar nicht fertig. Hängen wir es wieder hin. So, dann können wir uns da noch Wasser holen. Super, und das meine ich. Jetzt habe ich in der Flasche Clean Water und hier könnte ich jetzt gleich, während es vorher noch brennt, na gut, so lang brennt das nicht mehr. Ach ja, so, das isst man gleich zusammen. Dann haben wir hier noch weiteres Aluminium, super. So, Tür zu. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So, das Aluminium können wir da ruhig einschlichten. So, Alu. Und aus dem Aluminium können wir erstens eine Flasche machen und zweitens Dosen. Weil in die Dosen können wir dann füllen. So, Items, hier Food. Da zum Beispiel Fruchtsalat. Eine Wassermelone und eine Zuckermelone. Oder man mischt das Ganze noch mit Gurken und es ist super. Corn, Potato und Gurke. Das ist super. Und natürlich hier. So, wo kann man das craften? Workbench. Super. Ich find's toll. Und das da? Okay, das müssen wir aus dem hier machen. Und dazu brauchen wir, da werden wir dann eine Pfanne brauchen wahrscheinlich, damit wir das am Ofen machen können. Sowas da. Genau, Empty Can, und dazu brauchen wir einmal Aluminium. Yeah! So, wir wollten noch genau eine Pickaxe machen. Die Pickaxe. Stoneblade, zweimal und einen Stick. So, einen Stick, einen Stein und ein wenig vom Zeug. So, hier. So, das kommt daher. Und wir haben eine neue Pickaxe. Ja. So, das legen wir wieder da hier. So, meine Lieben. Das wollte ich noch machen in dieser Folge. Genau. Wir nehmen das Fett und wir nehmen davon eine ganze Menge. So. Ja, irgendwann muss ich das Tier rösten, das draußen ist. So, dann haben wir hier. Oh, wir craften gleich eine ganze Menge, nämlich bis auf eins, wenn wir alles verbasteln. Weil wir haben ja keine Bandagen mehr. Ja. Sehr schön. Und super. So, dann noch hier.
Oh ja, ach bitte. Hier bin ich. Ich würde dich jetzt gerne erschießen. Wie, im Weglaufen, nach hinten getreten oder wie soll ich mir das vorstellen? Sand. Jetzt haben wir sie bekämpft. In einem epischen Kampf. Was bekommen wir? Sand. So. Ja, wir waren gerade hier. So, wir müssen ja nicht alles. Wir können uns auch durchaus eines aufheben. Aber gut, wir haben 6. Es ist okay. Wir haben 6 davon. So, dann haben wir hier das und die Fetten. Und im Moment haben wir überhaupt keine Federn. Müssen wir auch mal wieder sammeln gehen, die Federn. So. Alles da. Alles gut. Hier ist nicht viel. Clean Water. Drink. Sehr schön. So, Uhrzeit. Mitternacht. Oh ja, es ist Geisterstunde. Das ist alles roh. Es ist alles roh. Aber bald fertig. Roh, aber bald fertig. Roh, aber trotzdem noch gut. So, das machen wir zu. Da haben wir schon. Oh, Aluminium. Aluminium. So, ein wenig ist noch drinnen. Pass auf, dann werden wir die auch noch drauflegen, bevor wir schlafen gehen. Oh, das müssen wir nutzen. Das müssen wir nutzen. Ja, und wenn es nichts wird, zünden wir morgen in der Früh das Feuer erneut an. So, dann haben wir hier und hier und hier. So, dann nehmen wir das und das. Yeah. So, drauflegen und drauflegen. So, da haben wir das. Ach, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ich glaube, wir haben jetzt ausreichend Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und der Kupfer, Kupfer. So. Yeah. So, da geben wir die rein. Und da haben wir Alu. So, was wir aber mit dem Alu machen, meine Lieben, werden wir gemeinsam in der nächsten Folge machen. Bis dann. Tschüss.